Hallihallo und herzlich willkommen zu einem kleinen Let's Play mit mir, dem Nick. Und wir spielen heute mal Sims 4. Machen wir jetzt einfach ein neues Spiel. Unsere Challenge ist es einfach mal, es ist keine richtige Challenge, aber ich versuche erstmal ein paar Leute in mein Haus zu locken und dann vielleicht ein Kind zu haben und noch so ein bisschen ja mal. Okay. Mit was fangen wir an? Wir fangen mit einem Erwachsenen an. Ich entspanne mich am besten. Wir machen was. Eine Frage. Welches ist denn die Frage? Was tue ich? Ich bin die Gefahr, definitiv. Das ist nichts für mich. Kann ich mal abbrechen? Ich will was anderes. So. Ich will mir einfach den Charakter selber gestalten. Ich will mir selber einen Charakter gestalten, einfach. Neues Spiel. Nee, danke. So. Hier, Kopf. Die Frisur. Finde ich so ganz cool. Dann Gesichtsbehaarung. So kurzen Bart. Ja, den finde ich ganz gut. Hüte. Definitiv Darth Vader. Nee, ich hätte gesagt. Nee, kein Hut. Dazu sage ich einfach mal nichts. Dazu einfach mal nichts. Das ist. Darf jeder ja selbst entscheiden, was er haben will, aber das muss nett sein. Brille finde ich eigentlich ganz. Finde ich die ganz cool eigentlich. Ich bin auch keine Pflanze. Der war wohl ein bisschen zu lange in der Sonne. Das ist ein heftiger Sonnenbrand. Und das klingt. Oh, die sieht ganz gesund aus. Ich glaube, ich mach die Gesichtsfarbe so. Nee, passt so. Detailbearbeitung. Alles klar. Detailbearbeitung beenden. Das war's doch. Das ist doch ganz gut. Dann mache ich mal Oberkörper. Dann eher so elegant ein bisschen, oder? Ja. Nee, das nicht. Wobei nicht, ja, manchmal ein bisschen schicken Hoodie. Weil ich bin selber absoluter Hoodie-Fan. Ich trage immer. Also jetzt nicht, weil mir warm ist, aber ich habe eigentlich immer einen Hoodie dabei. Ich habe jetzt auch einen Hoodie dabei. Ich weiß, wo der ist, aber ich habe immer einen Hoodie dabei. Den finde ich auch ganz cool. Gibt es eine schicke Kombi? Das verstehe ich nicht, unterschiedliche Kombi. Ja, wahrscheinlich. Kann man machen. Kann man. Das ist echt. Also das ist echt. Ey, gibt's hier keine schönen Kombis? Oh Gott. Definitiv einen schicken Hoodie. So, deine schicke Hose. Jeans. Absoluter Jeans fände ich. Also. So, hätte ich gesagt. Eine Uhr muss sein. Gibt's hier nur die Uhren? Die nehmen wir. So. Schicke Schuhe brauchen wir noch. Ja, mal nach schicken Schuhen gucken. Das ist echt. Hä, hier gibt's eigentlich keine. Keine schönen Schuhe, oder?
Okay, die sind ganz cool eigentlich. Ich hatte eher an sich Sneaker gedacht oder so, aber. Nee. Passt doch ganz gut. Das ist so mein Tagesoutfit, das finde ich ganz gut. Wenn ich was Schnickes haben will, dann wenn es Schnieke werden muss, dann habe ich eine rote Krawatte mit dem Hemd. Dann eine Beinbekleidung haben wir wieder. Boah, ist nicht schon, der ist schon echt breit, ne? And trip. Nee. Ja, nicht ganz so breit muss er sein. Dann Sportbekleidung. Oh Gott. Ich finde es. Ja, so, das ist doch schon besser. Das ist besser. Schlafanzug. Ich. Ja, von mir aus. Aber mach doch eher sowas hier. So, das ist meine Nachtfische. Das ist. Was ist das? Das ist Party? Also ich finde, da sehe ich jetzt echt eher so eher keine Party drin, aber gut. Ja, so finde ich ganz gut. Badebekleidung. Heißes Wetter, kaltes Wetter. Ja, das ist doch ganz gut alles so, eigentlich. Dann hier. Bestreben wählen. Familie. Erfolgreiche Abstammung oder große glückliche Familie. Dann hier. Merkmale wählen. Romantisch? Mushka Harpene. Selbstsicher? Papsene. Fröhlich? Brifna! Oder nee, nur ja, fröhlich kann ich nicht aussehen. Ja. Wobei, wir nehmen uns aktiv. Lubak! Harpene! Oder Familienbewusst, finde ich gut. Gut. Waff, dann nehmen wir den so. Oh, ich brauche einen vollen Nachnamen. Jetzt ist einfach nix. Und dann Nachname ist Let's Play. So. Genau, wahrscheinlich mit 2 Y. Das ist, mache ich immer so. Ja, soll gespeichert werden. Also, ja. Warten wir mal, bis es geladen hat. Oh, in welcher Willow Creek, Oasis Springs oder Newcrest? Ich glaube, ich lebe erstmal in Willow Creek und dann kann man ja noch irgendwann noch umziehen nach Newcrest oder Oasis Springs. Oasis Springs. Ja. Du musst ein unbewohntes Grundstück. Ein Bett. 2 Betten. Mal anschauen. Anschauen, kann man das hier irgendwie anschauen? Die knarrende Hütte ist aber nichts für uns, wa? Ich baue erstmal eine kleine Hütte. Komm. Erstmal eine kleine Hütte bauen und dann. Man kann ja noch aus. Weil. Aber. Deutsch ist heute mal wieder definitiv da. Man kann ja dann noch ausbauen oder erweitern. Zauberhütte, Hüttenzauber. Was ist das denn für ein Name, ey? Ja, es ruckelt. Es ruckelt, ja, ist klar. Mhm. Gut. Dann werde ich mal Wände planen. So. So.
mal kurz was machen. Das ist natürlich jetzt nicht ganz so optimal. Wobei, ich mache die Möbel so, dann passt das schon. So. Erstmal ein Bettchen hier hin. Nein, ich will ihn nicht. So, ich will einen Klei, der Kleiderschrank wit. Genau, ich will den aber eher genauso. So, dann brauche ich noch Licht, Lampen. Ich brauche noch Lampen. So, ja, hier. Lampen. In Deckenlampen. Ich will keine Deckenlampe. Ich will einfach nur eine Lampe. Verschiedene Lampen, ja. Ich will eine schöne Lampe. Ja, sowas. Sowas hier. Ja. Du hast das Licht. So. Vielleicht sollte ich auch noch Fenster irgendwo anbauen, aber passt schon. Der wird erstmal Fenster loslegen. So. Dann brauche ich nochmal einfach eine Wand. Dann brauche ich noch eine Tür vielleicht. So. Als ganz spontane Idee. Tür. Holztüren finde ich schön. So. Dann machen wir noch eine Trennwand hier. Und dann noch eine Trennwand. Ja, so. Jetzt brauche ich nochmal Türen. Suchen. Schlechte Türen mit. So und dann so. So. Gut, dann. Ein Möbeljahr. Möbeljahr. Ein lecker Kocher. So, dann habe ich ein Kochfeld. Mit Toilette brauche ich noch. Drinnen. Einfach nur ein Klo. Das ist mir relativ egal, wie das aussieht. Ich mag einfach nur ein schönes Waschbecken. Dann eine Badewanne. Die Wanne der Wonne. Passt schon. So. Dann noch eine Dusche. Das ist eine Campingdusche. Eine Campingdusche will ich vielleicht nicht. Ich will eine Duschkabine. Ja, das passt so. Nee, warte. Das Das muss ja nicht so komplett random im Raum stehen. Ja, das ist doch ganz gut. Ein Teppich vielleicht noch. Ein Gitterteppich für drinnen und draußen. Einfach nur einen schicken.
Esszimmer. Hier ist noch ein Esszimmertisch. So, gut, dann ich mache mir noch einen Büro, einen Schreibtisch brauche ich noch. So, einen Computer stelle ich da drauf. Bürostuhl. Juliette. So. Dann noch ein Wohnzimmer. Kinderzimmer, draußen Wohnzimmer. Eine Couch brauche ich noch. Dann Fernseher, nein. Aus meiner Kommode vielleicht. Und da steht ja mein Fernseher drauf im Video. Nur 5000. Kann man mal entspannt. Warte. So. Was brauche ich denn noch? Vielleicht noch eine Lampe im Wohnzimmer? Noch eine Lampe hin, da noch eine Lampe hin und da noch eine Lampe hin. Dann kann ich ja mal in den Lebensmodus gehen. Dann automatische Lichter, alle Lichter. So. Geh mal hier hin. Sehr schön. Oh, ich muss noch was machen. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich brauche noch einen Kühlschrank tatsächlich. Küche. Schränke. Gibt's hier keinen einfach einen Kühlschrank? Kühlschränke hier. Ja, will ich einen Balz haben. Dann, nee, das brichst du mal ganz schön ab. Du kannst mal, wenn du willst, doch einfach reisen. Und zwar gehen wir jetzt mal in den Park. Jo, dann gucken wir mal hier. Ja, das was dann auch mal wieder komplett. In den Mangino. In Magnolienblütenpark. Ich trinke kurz was, wenn wir hier reisen. So. So. Ich guck mal nach jemandem, ne? So. Dann, wer bist du denn? Fabian Krenz. Mal jemanden kennenlernen. Ey, hier ist ja auch echt kein Mensch, ne? Kein Mensch in unserem Alter. Jetzt spielst du auch alleine. Wer ist er denn? Malcolm Landgrab. Gut, ja. Oh, wer bist du denn? Lol. Wer bist du denn? Hallo. Kurz pausieren, dann kurz sie anklicken, lustig vorstellen, play. Ist doch immer so unrealistisch, wie die einfach stehen bleiben und auf ihn warten, obwohl sie nicht wissen, was er sich vorstellen will. Wo kommst du denn? Ja, oder abbrechen. Trotzdem kurz pausieren, dann
hier lustig vorstellen. Hallo, begrüß Sie mal. Nancy Landgraben. Warte. Hieß der da nicht auch Landgrab? Eine Auswahl. Romantik. Also ein bisschen flirten. Kennenlernen. Witz über Enten erzählen. Fesselnde Geschichte erzählen. Selbstironisch. Auswahl, Romantik, Kompliment über Aussehen machen. Gar kein Problem. Hier kommt gerade jemand rein. Alles gut, entspann dich. So, dann mehr Auswahl, Romantik, fragen, ob Sims. Hallo? Willst du mal vielleicht, kannst du stehen? Ich wollte dich was fragen. Mehr Auswahl. Romantik, fragen, ob Sims Single ist. Ja, jetzt hat er es drin. Dann tratschen. Mehr Auswahl, Romantik. Hose anbieten. Freundlich. So, ein bisschen flirten. Hallo. Romantik. Mehr Auswahl. Fischspezies. Alles klar. Er hat einen Fischspezies erforscht. Romantik, schnelle Wiedergutmachung, entschuldigen. Gut, die ist scheinbar komplett. Mark Förster, ich verstehe das. Oh, wer bist du denn? Hallo. Willst du mal kurz mehr Auswahl? Freundlich vorstellen? Freundlich vorstellen? Mann, oh, das wird heute nichts mehr. Mann, das ist echt ein bisschen doof. Die mögen ihn aber auch alle nicht, ne? Dann gehen wir woanders hin. Ah ja, okay. Wo bist du? Er rennt, okay. Wo ist Nancy? Ach komm, ab dafür. So. Dann. Wieder. Dann lass mal in einen anderen Park gehen. Vielleicht treffen wir da jemand anderes. Wohngrundstück, Museum. Club. Ein Fitnessstudio. Dann gehen wir doch mal ins Fitnessstudio. Vielleicht treffen wir ja da jemanden kennen. Apfelsaft. Lecker. Penny.
Oder das Training kurz abbrechen und dann hallo lustig vorstellen. Und dann tun wir eine Auswahl. Vorstellen. Bitten ihn die Wolken zu schauen. Auswählen mit Fragen, ob sie ein Single ist. So. Was macht ihr? Ach, ihr schon die Wolken. Mehr Auswahl, Romantik fragen, ob sie im Sinn ist. Okay, schade. Dann war's schon. Dann, wer bist du? Wer ist sie denn? Hallo, hallo, hallo. Mehr Auswahl, freundlich, freundlich vorstellen. Genau, ihr könnt euch mal vorstellen. Marcus. Noch Tagfragen. Mehr Auswahl fragen, ob sie ein Single ist. Kennenlernen. Lustige Aktivität vorstellen. Ja, das ist doch gut. So, sie ist Single. Dann Rosen anbieten. Mehr Auswahl. So. Interessen. Bitten, in die Wolken zu schauen. Müsst ihr es ja dann machen? Wir reisen mit ihr zusammen nach Hause. Mal. Einfach mal so ein bisschen Fernsehen gucken und so. Kann ja nicht schaden, ne? So. Dann habe ich aber auch wieder einen Plan. Reisen mit Dina Caliente. Was passiert gerade? Was ist gerade passiert? Ja, komm. Ja, bitte. Ja, wir reisen. So. Du wirst Dina dort treffen. Nach Hause. Das ist ein schönes Grundstück tatsächlich. Nicht. Das ist sehr elegant, würde ich mal sagen. Zauberhütte hinten zaubern. Finde ich toll. Ich finde es einen tollen Namen. Hier hingehen. Warte. Sitzen. Romantik. Flirten. Das war ja dann eine nette Folge. Mal gucken,
wir machen wahrscheinlich noch einen zweiten Teil. Also wir machen auf jeden Fall noch einen zweiten Teil. Und dann können wir uns ja irgendwann nochmal den nächsten Teil. Und tschüss.